So, guten Morgen, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Und zwar gab es gestern noch einen Transfer. Und zwar Manuel Winzheimer, der wechselt jetzt von dem HSV zum 1. FC Nürnberg. Und wir gucken ihn uns jetzt mal genauer an. Manuel Winzheimer ist 23 Jahre alt, deswegen auch für dieses Format gerade noch so geeignet. Er ist 1,80 Meter groß und ist eigentlich der klassische Neuner, beziehungsweise halt ein Stürmer, kann aber auch rechts und links außen. Und er hat, glaube ich, sogar auch schon mal auf der 10 gespielt. Er ist Deutscher, hat aktuell einen Marktwert von 1 Million Euro und wechselt jetzt halt eben von Hamburg zum 1. FC Nürnberg. Über Vertragsmodalitäten konnte ich leider nichts herausfinden. Und naja, was soll ich sagen? Jetzt versauen wir ihm erstmal den Aufstieg und dann kann er nächstes Jahr in der nächsten Saison mit dem 1. FC Nürnberg angreifen und versuchen aufzusteigen. Denn er ist ja auch gebürtiger Franke und ist dann jetzt wieder in seiner Heimatregion. Und ich glaube, das könnte auch sehr gut passen, dadurch, dass der 1. FC Nürnberg einige Stürmer abgeben musste. Schauen wir uns mal seine Statistiken an. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat er bisher 87 Spiele absolviert, schoss dabei 11 Tore und legte 16 Assists bei. In der U19-Bundesliga für die Bayern spielte er 50 Spiele, schoss 40 Tore und 11 Assists. Deswegen habe ich das mit reingenommen, weil ich das eigentlich schon ziemlich kranke Statistiken fand. In der Regionalliga Nord, also für die zweite Mannschaft des HSV, hat er 16 Spiele gespielt, schoss 5 Tore und 4 Assists. Und im DFB-Pokal hat er insgesamt 7 Spiele absolviert. Schauen wir uns mal seine Statistiken in diesem Jahr an. In der Saison 21/22 spielte er für den HSV 27 Spiele und schoss 2 Tore und spielte alle 4 Pokalspiele für die Hamburger, wobei das stimmt nicht ganz. Der HSV hat 5 Partien absolviert, denn sie kamen ja bis ins Halbfinale. Und er war auch Juniorennationalspieler. Für die U21 spielte er 2 Spiele und traf einmal. Für die U20 spielte er 12 Mal und traf 3 Mal. Für die U19 spielte er 8 Mal und traf 5 Mal. Für die U18 ein Tor in 6 Spielen, für die U17 2 Tore in 4 Spielen und für die U15 blieb er torlos, spielte aber auch 4 Mal. Und wie ich gerade eben schon sagte, ich glaube, auch weil er gebürtiger Franke ist, glaube ich, das könnte sehr gut passen. Beim 1. FC Nürnberg wächst auch gerade was zusammen. Nachdem man ja zwar immer von Aufstieg redet, hatte man als Fan vielleicht auch immer das Gefühl, hat auch mein Opa gesagt, naja, so richtig ins Rädchen greift das hier noch nicht und irgendwas funktioniert da noch nicht ganz, dass man Aufstieg angehen kann und wenn man dann aufgestiegen ist, dass man sich dann da auch eine Saison lang halten kann. Aber jetzt so langsam, glaube ich, schlägt man da einen neuen Weg ein, der mir persönlich auch sehr gut gefällt, mit einem jungen Trainer, mit vielen jungen Talenten. Und ich glaube, Manuel Winzheimer passt da auch hervorragend rein. Das kann auch genau der Typ Stürmer sein, der dem 1. FC Nürnberg noch gefehlt hat. Und wer weiß, vielleicht reicht das ja, um nächstes Jahr sich dann mit dem HSV um den Aufstieg zu kloppen. Und dann vielleicht 23, 24 wieder in der Fußball-Bundesliga zu spielen. Und ihr könnt mir ja gerne mitteilen, was ihr von diesem Transfer haltet. Passt er gut zum 1. FC Nürnberg? Passt er gut zu deren Transferpolitik in diesem Kader? Und glaubt ihr, der 1. FC Nürnberg kann vielleicht sogar mittelfristig wieder in die erste Fußball-Bundesliga aufsteigen? Denn da gehört er meiner Meinung nach hin. So, das war's an dieser Stelle. Ja, immer den Uploadplan studieren, dann wisst ihr, wann was kommt. Die nächste Talentschmiede kommt spätestens Sonntag. Ansonsten, wann immer spontan irgendein Transfer passiert. Es kann ja auch heute noch irgendein Transfer kommen. Dann hören wir uns nochmal. Ansonsten danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr diesem Kanal die Treue haltet und
Wir sehen uns in einer der nächsten Videos. Morgen spielt ja auch schon wieder die Hertha. Bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss.